und herzlich willkommen. Ich bin Sabine von Biene Stempelglück. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute möchte ich mit dir gerne eine Peekaboo-Karte basteln. Eigentlich war dieses Projekt für letzte Woche vorgesehen, aber es hat mich leider etwas dahingerafft und ich war nicht in der Lage, ein Video zu drehen. Aber das holen wir heute nach. Und ich stelle dir erstmal das Produktpaket vor, mit dem wir heute arbeiten werden. Und zwar ist es das Produktpaket Süße Kirschen. Ja, wir haben jetzt gerade Kirschenzeit und ich finde, da passt es super. Da gehört einmal die Stanze Kirsche zu und eben das Stempelset Süße Kirschen. Ich stelle dir mein Blatt vor. Da kannst du alles genau drauf erkennen. Also wir haben hier wirklich schöne Sprüche, die wir auch individuell zusammensetzen können. Einmal Geburtstagsgrüße oder schick dir süße Kirschen in ihrer leckersten Form, schick dir Gedanken, genieße heute das Leben. Also da sind wirklich tolle Sprüche dabei. Und wir haben eben diese Kirsche, die wir ausstanzen können mit den Blättern. Also ich finde, es passt super in diese Jahreszeit, denn jetzt ist eben Kirschenzeit. Und ich stelle dir mal das Produkt vor oder die Karte vor, die ich heute mit dir basteln möchte. Ich habe sie hier in Savanne gestaltet. Und wenn du sie öffnest, dann schaut sie von innen so aus. Also ich habe hier jetzt vorne keinen Spruch gesetzt, das kann man natürlich auch machen. Hab aber innen eben alles. Kirschen in ihrer leckersten Form. Genieße heute das Leben. Und das ist unser heutiges Projekt. Und ja, das ist gar nicht schwierig. Hier auf die Rückseite habe ich nochmal Farbkarton in Grundweiß geklebt. Da könnte man jetzt ein paar nette Zeilen dann draufschreiben. Aber wir starten jetzt mit unserer Karte und da brauchen wir einmal Farbkarton in Sommersorbet mit den Abmessungen 21 x 14,5 cm. Dann ein Stück Farbkarton in Blütenrosa mit den Abmessungen 14 x 10 cm. Ein Stück Designerpapier mit den Abmessungen 13,5 x 9,5 und zwei Stück Farbkarton in Grundweiß mit den Abmessungen 14 x 10 cm. Das hier wird ja unsere Grundkarte sein, aber dafür brauchen wir noch ein extra Stück, das wir dann nachher anbauen werden. Und zwar nochmal in Sommersorbet mit den Abmessungen 14,5 x 11,7. Und jetzt müssen wir falzen. Dann nehme ich mir meinen Papierschneider und wir nehmen erstmal unsere Grundkarte. Und wir falzen die lange Seite bei 10,5 cm. Und das kleinere Stück in Sommersorbet, da falzen wir die kurze Seite bei 1,2 cm und zwar hier rechts. Das wird unsere Klebelasche sein. Und wir müssen jetzt noch ein paar Markierungspunkte setzen. Da drehe ich mir das Ganze hier um. Die Klebelasche liegt jetzt hier links und ich lege bei 6,3 cm an, nehme mir einen Bleistift und markiere mir oben und unten das Ganze und dann wird die lange Seite angelegt und wir legen bei 7,25 cm an. 7,25 und auch da wird wieder ein Markierungspunkt gesetzt. Also wir haben jetzt hier links die Klebelasche, oben und unten unsere Markierungspunkte und hier rechts.
Und jetzt schneiden wir diagonal von diesem Markierungspunkt bis zu diesem Markierungspunkt hoch. Und da gucke ich, dass alles genau sitzt. Dann schneide ich einmal runter. Und das gleiche machen wir auch andersrum. Also hier wieder unsere Markierung und hier jetzt die Spitze drin. Und dann schneiden wir einmal rüber. Und unser Farbkarton schaut so aus. Dann werde ich mir meine Markierungspunkte nochmal schnell wegradieren. Und wir werden jetzt unsere Stanz- und Prägemaschine holen, denn jetzt wird erstmal gestanzt und geprägt. Ich habe sie hier schon mal parat. Und wir brauchen einmal die Grundplatte, also Platte 1, die Zusatzplatte 2, eine Acrylplatte. Nein, ich möchte als erstes prägen, Entschuldigung. Also die Grundplatte, eine Acrylplatte und ich möchte gerne mit diesem Prägefolder arbeiten. Und zwar schaut er so aus, ich finde den sehr schön. Das ist der Prägemuster Caro, der Prägefolder Caro Muster. Und jetzt haben wir ja hier unsere Klebelasche. Die werde ich herausschauen lassen und nur den anderen Teil prägen. So, dann kann das Ganze eingesetzt werden und es kann losgehen. Und unser Farbkarton schaut jetzt so aus. Jetzt haben wir ja hier unsere Grundkarte. Da können wir gleich mal einmal nachfalzen. Das habe ich vergessen. So. Aber wir brauchen noch mal das Stück, das wir eben geprägt haben. Entschuldigung. So, ich setze nochmal meine Zusatzplatte hier ein, weil jetzt wird gestanzt. Und wir nehmen uns unser zugeschnittenes Papier. Und jetzt brauchen wir gleich drei Kreise aus den lagenweisen Kreisen. Und zwar ist der kleinste Kreis, der hat den Durchmesser von 6 cm, der größere hat einen Durchmesser von 6,6 cm und der Wellenkreis hat einen Durchmesser von 8,3 cm. Und wir nehmen uns jetzt den etwas größeren Kreis, also 6,6 cm, legen uns den hier rauf. Ich setze mir den Wellenkreis auch gleich mit hin, damit ich das Ganze optimal ausrichten kann. So schaut es ganz gut aus, dass es mittig sitzt. Und jetzt fixiere ich mir das Ganze mit einem Washi-Tape. Den Kreis nehme ich weg und dann können wir hier einmal durchnudeln. Und dann nehme ich das Ganze hier vorsichtig ab. Das geht mit Washi-Tape ganz gut. Und das bewahre ich mir auch für ein späteres Projekt. Jetzt lege ich mir meine Stanz- und oder stelle ich mir meine Stanz- und Prägemaschine einmal kurz zur Seite. Und nehme mir hier mein Teil. Und dann nehme ich mir die Grundkarte. Ich zeige dir nochmal,
das Ganze wird nachher ja zusammengesetzt. Und unsere Grundkarte, normalerweise funktioniert sie ja so. Wir machen es jetzt genau andersherum, also so rum. Ich lege mir, und dieses Teil, da kann ich gleich mal die Falzlinie nachziehen. Und dieses Teil wird nachher hier eingeklebt. Und dann haben wir unsere Karte zusammengesetzt. So, das machen wir jetzt. Wir müssen nämlich nochmal unseren Bleistift zur Hand nehmen. Das Ganze umklappen. So, ich drücke alles schön zusammen, dass es sauber aufliegt. Und jetzt nehmen wir einen Bleistift und ziehen uns den Kreis nach. Hier haben wir jetzt den Kreis. Und dieser Kreis, der wird jetzt mit dem kleinsten Kreis hier ausgestanzt. Also mit dem hier. Und da nehmen wir jetzt nochmal die Stanz- und Prägemaschine. Und machen das mal eben ganz schnell. Es ist, glaube ich, besser so Schritt für Schritt. Die Anleitung, also das Ganze Schritt für Schritt zu machen. Ich muss noch mal gucken, so ein bisschen, wo die Mitte ist. Ich glaube, so haben wir es. Und dann können wir nämlich... Ich nehme lieber nochmal Washi-Tape. Nicht, dass sich das hier verrutscht. Das Ganze. So. Und dann können wir hier nochmal stanzen. Und ich ziehe mir das hier wieder vorsichtig ab. So. Das lege ich mal zur Seite. Und jetzt nehmen wir uns diese beiden Abschnitte und können die schon mal zusammenkleben. Alles mittig ausrichten. Und jetzt nehmen wir hier uns die Grundkarte wieder, die ja nachher so verarbeitet wird. Ich lege mir das Ganze hier mittig, aber so ein, dass ich es gut ausrichte, dass es auch mittig sitzt. Dann klappe ich hier das Ganze wieder um, nehme mir einen Bleistift und zeichne mir wieder einen Kreis. Dann nehmen wir uns wieder die Stanz- und Prägemaschine, legen uns das Papier ein und wir nehmen jetzt wieder den kleinsten Kreis, also diesen. Und gucken, dass alles gut sitzt. Ich glaube, so haut es hin. Und dann geht's wieder los. Dann kann das hier wieder abgezogen werden. Und unser Papier schaut so aus. So rum. So schaut die Karte dann nachher aus. Ja, und jetzt müssen wir
noch einmal die Stanz- und Prägemaschine zum Einsatz bringen, und zwar einmal den Wellenkreis ausstanzen. Und ich habe hier diese Stanzform, damit werden wir nämlich unsere Bordüre machen. Aber das zeige ich dir jetzt. Und wieder kommt die Stanz- und Prägemaschine zum Einsatz. Und zwar werden wir jetzt erstmal hier den gewellten Kreis ausstanzen. Dann nehmen wir ein Stück Farbkarton in Blütenrosa. Und wir nehmen jetzt den größeren Kreis. Und den legen wir uns da rein. Richten alles mittig aus. Und nudeln das Ganze durch. Dann haben wir jetzt nämlich unseren Wellenkreis hier. So schaut das Ganze aus. Und jetzt brauchen wir noch Farbkarton in Grundweiß, weil wir mit dieser Stanzform nachher unsere Wellenkante hier machen. Das sind die Stanzformen gewellte Konturen. Und das stanze ich mir einmal aus. So. Das kann alles weg. Das brauchen wir nicht mehr. Dann schneide ich mir dieses Stück noch zurecht. Da lege ich die kurze Seite hier oben rechts an. So ungefähr bei 1,3 cm. Und schneide mir hier einmal die Seite ab und die gegenüberliegende Seite. Das lege ich mir mal hier zur Seite. Und jetzt werden wir dieses Teil hier anbringen. Dann nehme ich Flüssigkleber. Richte ich mir das hier alles aus, mittig aus, dass es gut sitzt. Das ist ja das Schöne am Flüssigkleber, dass man immer noch ein wenig schieben kann. So, das haben wir jetzt fertig. Jetzt nehme ich mir ein Stück Farbkarton in Grundweiß und lege mir das Ganze hier rein. Denn wir wollen ja jetzt gleich hier stempeln. Und auch das richte ich mir mittig aus. So. Und nehme wieder einen Bleistift und ziehe mir einen Kreis. Dann weiß ich nämlich, wo ich gleich stempeln muss. So, und dann kann es jetzt mit dem Stempeln losgehen. Ich nehme einmal das Stempelkissen in Sommersorbet und dann habe ich hier diverse Motive mir schon hingelegt und dann starten wir mal. Also, einmal Sommersorbet. Ich werde als erstes, das lege ich mal hier zur Seite, als erstes die Kirsche stempeln. Das ist die angeknabberte Kirsche und setze mir das Ganze hier so hin. Dann brauchen wir den Stiel. Dafür nehme ich das Stempelkissen in Wildleder. Und den Stiel platziere ich mir hier rein. Dann nehme ich mir einmal Gartengrün, denn wir brauchen ja auch noch die Blätter.
Und da setze ich mir ein Blatt hier hin. Und dann nochmal da unten. Ich glaube, doch für die Kirsche brauchen wir noch einmal Wildleder, aber Gartengrün kann jetzt weggestellt werden. Wir nehmen nochmal Sommersorbet und wir nehmen jetzt die Sprüche. Genieße heute das, da habe ich einmal den Spruch hier, den setze ich mir ein wenig links hin. Und jetzt fehlt noch Leben. Das setze ich mir hier unter. Und der Spruch da oben. Kirschen in ihrer leckersten Form. Den platziere ich mir mittig. Dann können wir jetzt hier unseren Kreis wegradieren. Und das Ganze kommt gleich in unsere Karte. Aber wir brauchen ja für außen noch die Kirsche. Die können wir uns auch einmal stempeln. Und zwar in Sommersorbet wieder. Und wir brauchen das Blatt, den Stiel. Da nehme ich wieder Wildleder. So, jetzt sind wir mit dem Stempeln durch und wir können mit der Stanze ausstanzen. Das mache ich mal eben, das passt nämlich perfekt. Wenn ich solche Elementstanzen habe, dann bevorzuge ich eigentlich, dass ich mir entsprechende Streifen zurechtschneide, damit ich nicht so viel Papierverlust habe. Und das ist für mich am einfachsten. So, das haben wir jetzt auch. Unsere Stempelkissen können wir weglegen und wir können so langsam die Karte zusammensetzen. Bevor ich das Ganze hier, ach nee, das ist ja falsch, wir brauchen ja jetzt hier unsere Karte. Wir haben ja jetzt dieses Teil, das können wir jetzt mal hier mit dieser Grundkarte verbinden. Und dann nehme ich wieder Flüssigkleber. Und dann wird das da einfach zusammengesetzt, wenn dann hier mal was rauskommt. So. Und dann nehme ich mir unsere Grundkarte. Also, sie muss so geöffnet werden. Ich nehme mir jetzt diese Seite und setze sie mir hier rein. Der Kleber ist ja noch, sag ich mal, hat noch nicht angezogen. Insofern kann ich immer noch ein wenig schieben. Das passt. Ja, und dann nehme ich mir unser Falzbein und fixiere das Ganze hier hinten nochmal. Und unsere Karte schaut jetzt so aus. Und jetzt können wir hier unsere Bordüre anbringen. Da werde ich an einer Seite Kleber erstmal anbringen. So. Und dann nehme ich mir das Stück hier und richte mir das Ganze aus,
so wie ich es haben möchte. Noch mal ein wenig schieben. Ich habe es jetzt so gemacht, dass die Standzungen hier eben nicht zu sehen sind. Das passt, dann können wir schon mal hier abschneiden und auf der anderen Seite auch. Und dann nehmen wir uns jetzt diese Seite vor, da gebe ich auch Kleber auf. Und nehme mir die andere Bordüre und dann gucke ich mal, wie es am besten hinhaut. Ich habe normalerweise hier noch ein wenig diesen Nupsi hier abgeschnitten, das habe ich eben vergessen. Und das sieht dann einfach schöner aus. So, und jetzt setze ich mir das Ganze hier auf. Gucke aber von der anderen Seite, da sehe ich einfach mehr. So. Und so passt es. Und dann kann ich es auch fixieren. Und schneide mir das Überstehende einfach ab. Na, kriegen wir das hin? Ja. So. Und unsere Karte schaut jetzt so aus. Ich habe jetzt hier nicht so schön die Wellen vielleicht. Ich hätte hier weiter runter gehen müssen, dann wäre der Übergang besser gewesen. So wie hier. Da habe ich jetzt eben nicht aufgepasst. Da musst du schauen. Aber vom Prinzip her weißt du jetzt, wie das Ganze funktioniert. Jetzt können wir auch unseren Wellenkreis hier aufsetzen. Und das mache ich einfach so. Setz ihn hier mittig rauf und drück nochmal an. Und das Ganze sitzt dann perfekt. So schaut unsere Karte jetzt schon mal aus. Und jetzt haben wir ja hier unseren Einleger. Der kommt hier rein. Schlage ich nochmal um, ob das alles auch passt. Perfekt. So, das haben wir. Dann kommt jetzt auf die Rückseite noch der zweite Farbkarton in Grundweiß, damit wir auch einen Text da noch hinsetzen können. Ja, und jetzt brauchen wir noch unsere Kirsche. Die haben wir ja hier vorbereitet. Die setzen wir uns hier gleich hin. Da werde ich ein wenig Kleber hierauf geben und ich setze mir das Ganze so zusammen. Ja, jetzt brauchen wir noch Dimensionals. Ich guck mal, wo die Kirsche hin soll. Platziere sie mir so ein bisschen schräg. Genau, dann kann das hier hin. Und noch einen weiteren hier hin. Dann nehme ich mir die Schutzfolie ab. Und das Ganze hält dann hoffentlich.
So schaut unsere Karte jetzt aus. Hier habe ich, hier habe ich jetzt mit den Schmetterlingen gearbeitet. Für die jetzige Karte nehme ich einfach mal unsere runden Akzente in Milchglasoptik. Ich glaube, das passt ganz gut. Da setze ich mir einen größeren hier hin. Und einen kleinen hier. Und da unten noch. Und fertig ist unsere Karte. Eine Peekaboo-Karte, Faltkarte. Also ich finde die total toll. Witzig, ist mal wieder was anderes. Und ich zeige dir nochmal, wie sie von innen ausschaut. So. Und man kann sie dann eben auch wieder wunderbar verschließen. Und hier können wir einen Text verfassen. Das war unser heutiges Projekt. Ich hoffe, du hattest wieder viel Spaß mit diesem Projekt. Ich wünsche dir nun auf jeden Fall ganz viel Spaß und Freude beim Nachbasteln. Hab eine wunderschöne Zeit bis zum nächsten Video. Bis dann, deine Biene von Biene Stempelglück. Tschüss!